Inzwischen ist Mittag vorbei. Da kann das Feuer einmal richtig angeblasen werden. Mach mal ganz früh. Wenn du mal ganz was weißt, und da hast du doch deine Ruhe. Ach, mach los, Mensch. Das zieht alles so nimmer. Was woanders mit einem Luftgebläse funktioniert, geht hier mit heißem Dampf mindestens genauso gut. Also die Rohre sind offen, ja. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein knackeheißes, kurzflammiges Feuer. Der kleine rote Michel darf zwar der Lokomotiv nicht antippen, aber ein Foto mit der Maschine, das geht in Ordnung. Bahnhofspersonal ist im Anmarsch. Zeit, die Vorarbeiten abzuschließen. Mit dem Injektor wird jetzt Wasser aus Tendervorrat in den Kessel gepresst. Der Betriebsdruck des Kessels von 13 Bar ist erreicht. Wieder wird Kondensat ausgeblasen. Abfahrt. Mit angekoppeltem Bremswagen geht's zum Wagenschuppen. Nun im Bahnhof erfolgt die Bremsprobe. Bremse anlegen. Die jungen Bahnfreunde kriegen das schon gut auf die Reihe. Sie lernen Verantwortung. Mit diesem speziellen Hammer wird das feste Anliegen der Bremsbacken am Radreifen kontrolliert. Das hört und spürt man. So klingt eine korrekt anliegende Bremse. Merkt euch das. Auch die letzte Bremse ist in Ordnung und so wird das entsprechende Lichtsignal gesetzt. Bremse lösen. Die Meldung beim Lokführer klingt fast wie ein Versprechen. Zumindest muss er sich darauf verlassen können. Bis zu 80 Menschen sind mit diesem Zug unterwegs. Gute Fahrt. Während am Zug die Fahrkarten kontrolliert werden, fragt ein Ausbilder neben dem Gleis seine Jünger ab. Und schon kommt hier dermaßen Bewegung auf. Rote Mütze bekommt flinke Füße, jeder hat seine Position. Okay. Sie bitte einsteigen, die Ketten schließen und Vorsicht bitte aus. Des Zuges. Wir wünschen unseren Fahrgästen einen angenehmen Fahrt. Gruß an den Bahnsteig und schon macht Daniel den Hahn auf. Sanft setzt er den Zug in Bewegung, es ruckt und kracht nicht. Auch das zeichnet einen guten Lokführer aus. Und schon fliegt wieder Kondensat aus den Rohren und das Feuer wird angeblasen. Aber das kennt ihr schon. Thank you.
diesem Film haben wir einfach und absichtlich vergessen, die ganze Runde um den Leipziger Auensee aufzunehmen. Das solltet ihr selbst erleben und aus eurem Blickwinkel sehen, filmen oder fotografieren. Und schon zieht die 03 Lilliput ihre Wagen durch die Heimatkurve zum Bahnhof. Beim Aus- und Einsteigen eingefahrener Dampfzug fährt erneut zur Rundfahrt um den Auensee um 14.20 Uhr.